was eigentlich auch immer wieder besprochen wird, das ist das Thema eigentlich, ist fast so ein Unwort, das Thema Nachhaltigkeit. Und grundsätzlich ist es ja immer in aller Munde, auf die Fischdosen steht es drauf, nachhaltiger Fischfang und so weiter, nachhaltiger Holzbau und so weiter. Und was mir eigentlich auffällt, ist, wo fängt eigentlich ein nachhaltiger Lebensstil an? Ändern sowieso immer die anderen. Die einen schimpfen über die Politiker, die anderen schimpfen über die Ausländer, die anderen schimpfen wieder über die Quotenregelung der Frauen, die anderen schimpfen wieder, weil das Waffengesetz verschärft worden ist, die anderen schimpfen wieder, weil ja, Drogengesetze wieder verschärft oder liberalisiert worden sind. Und so zeigt jeder eigentlich mit dem Finger um und um. Und wenn ich mit dem Finger wohin zeige, sagen drei eigentlich auf mich. Das Prinzip ist, Nachhaltigkeit fängt immer bei mir selber an. Und das ist eigentlich das, wo ich merke, da druckt eigentlich der Schlüch. Man macht sich so viele Gedanken, was halt die Politik ändern müssen oder was sie es ändern sollte, aber ja nicht, was mich selber betrifft. Und der Hans-Peter Tröltür ist eigentlich ein sehr bekannter Quantenphysiker, der was auch einen Friedensnobelpreis gekriegt hat. War 20 Jahre lang Leiter von Max-Planck-Institut und die haben Folgendes ausgerechnet, dass wir in Europa durchschnittlich ungefähr 150% über unsere Verhältnisse leben. Das heißt im Endeffekt, wir nehmen der Mutter Erde zu viel weg und auf Dauer wird das ganze Ökosystem einfach das nicht der Kraft und der Blasen. Das heißt, wenn wir runtergehen auf 100%, für uns in Europa, dann passt es wieder. Das Problem ist nicht die Überbevölkerung, sondern das Problem ist eigentlich das, dass wir im Westen einfach zu viel Ressourcen verbrauchen. Der Inder kommt mit einem 1/30 von dem aus, was wir eigentlich verschwenden. Und da fängt es an. Das heißt generell eine Reduktion von unserem Lebensstil und da brauchen wir gar nicht mehr schon wieder auf die Reichen schauen oder auf die anderen. Das ist nur eine Ausrede, sondern einfach dass ich selber mich hinsitze, okay, was heißt eine Reduktion zum Beispiel minus 30%? Ja, das fängt zum Beispiel an, Gangkosten. Wieso brauche ich 10 Hemden? Ich kann sowieso noch ein Hemd anziehen, eins in der Wäsche, eins dann wechseln. Das Thema Gewand, Bekleidung. Man fragt sich nicht, wenn man sich ein T-Shirt kauft, das wird meistens in der dritten Welt produziert, was eigentlich da an Wasser verschwendet, in Ressourcen und Kinderarbeit und so, das blenden wir alles aus. Warum zum Beispiel Gewand nicht im Second-Hand kaufen? Zum Beispiel ein Post-Jean, ein Original, was hat die kostet? 0 Euro. Die Leute lassen das beim alten kleinen Sammelcontainer einfach liegen. So schaut es aus. Das heißt, wir leben wirklich in einer Welt, wo man selber allein bei der Bekleidung beim Gewand kann man so viel machen. Man kann in die Volkshilfe gehen, am Flohmarkt, man kriegt das beste Gewand und immer das Prinzip, weniger ist mehr. Also das ist wirklich so mit der Sticken und das macht uns nicht glücklich, dass für jedes Gewandstickel muss werden Ressourcen verschwendet und man muss auch dafür arbeiten gehen wieder. Das ist ein Teufelskreis. Dann ein anderes Thema zum Beispiel ist das Thema zum Beispiel Essen. Wenn man so in manche Kühlschränke reinschaut oder was weggeklaut wird, merken wir brauchen Umdenken. Wir brauchen nicht daran denken an die anderen, sondern wie schaut es in unserem Kühlschrank aus? Was hindert uns daran, zum Beispiel statt der großen Portion, das ist super, sei es einmal die normale zu bestellen, Gewichtsreduktion ist auch für die Gesundheit gut, es sind Gewohnheiten, man isst oft natürlich sehr viel, weil man natürlich jetzt was kompensieren will, einfach eine Unzufriedenheit. Es ist oft auch, ist es eher aus Droge, also Ersatzdroge wird das gemacht, das viele Föllern. Es geht ja nicht um einen asketischen Lebensstil, sondern einfach generell darum, weniger ist mehr. Warum nicht zum Beispiel oft einmal minus 25% kaufen? Auch so ein Thema. Ja, da kann man wirklich jetzt auch viel kreativ sein. Generell, da sind wir noch nicht einmal gar nicht beim kleinen eigenen Garten oder was, da gibt es viel Möglichkeiten. Anderes Thema, dieses Thema Unterhaltung. Ja. Schon wieder so ein Wort, die Unterhaltung, das ist TV, PC, Handy, Internet, die ganzen Propagandasender, Propagandarundfunk, es geht darum,
unten halten. Das heißt, mit dieser Berieselung sind spezielle Frequenzen und spezielle Frequenzen, die uns eigentlich unser Hirn wirklich auf Standby-Modus fahren. Ist ja nichts dagegen zu erwähnen. Wo ich grundsätzlich jetzt sage, wenn ein Fernseher kaputt wird, die Frage ist, hat man über den Fernseher? Also was hat man eigentlich über den Fernseher? War eine interessante Frage. Ich bin jetzt nicht gegen einen Fernseher, aber generell Televisions erzählen den Leuten Lügen in Visionen. Das heißt, im Endeffekt, diese Illuminatenprogramme im Großteil, und dann heißt es wieder, ja, da sind jetzt Universum und Galileo Galilei. Aus dem Grund habe ich es aber ganz ehrlich, der Fernseher ist, würde ich sagen, einer der, wenn man in ein Wohnzimmer reingeht, man schaut nur, wie das Wohnzimmer aufgestellt ist, in der Mitte steht meistens dieser Gott, der Fernseher. Der allumfassende. Und wenn der Fernseher kaputt ist, was macht man natürlich automatisch? Es muss ein größerer her, wo der alte auch noch gegangen hat, vielleicht noch. Da habe ich interessante Erfahrungen gemacht. Mein Monitor ist eingegangen, 27 Zoll, der hat wirklich viele Jahre seinen Dienst gut geleistet. Dann ist er eingegangen oder hat angefangen zu spinnen. Der erste Gedanke sofort dann bestellen, natürlich einen größeren. Und dann habe ich mir selber überlegt, wie das ich selber drinnen stecke, in diesem Denken. In diesen falschen. Und ich habe in Köln einen 24 Zoll langen Modulin gehabt. Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis dass ich mir den aufgestellt habe. Und ich bin total zufrieden damit. Also oft ist, so wie es damit grundsätzlich ein Downgrade, wirklich extrem befreiend. Wir streben immer noch mehr. Das haben wir schon gehabt, man will einen Turm zu Babel, immer Hecher bauen, nur bei den Hümen. Im Endeffekt, man merkt, dass es uns eh nicht gut geht dabei, aber oft grundsätzlich einmal weniger ist mehr. Das fängt ja genauso zum Beispiel an bei dem Thema Gerümpel. In manchen Kellern kann man ja gar nicht mehr reingehen, die sind ja oben bumm voll. Wie viele Dinge habe ich in meiner Wohnung, die was ich eigentlich nicht brauche, die was ich jahrelang nicht angegriffen habe, wenn ich da mal anfange, zum Beispiel 30% mehr Gerümpel zu reduzieren, das heißt, die brauchen 30% weniger Wohnfläche. 30% weniger Wohnfläche heißt 30% weniger Betriebskosten, weniger Miete. Ich muss weniger Geld verdienen. Ich kann mit der freien Zeit zum Beispiel genauso jetzt in meine Bildung investieren oder in meine Spiritualität oder kommunale Projekte betreiben oder für sinnvollere Sachen. Das sind generell grundsätzlich, wir leben in einer Konsumgesellschaft und die Frage ist einfach, wie schaut es mit meinem eigenen Konsumverhalten aus? Und das ist schwierig. Ich merke selber, wir sind ja so erzogen und trainiert auf Kaufe und Konsumiere. Da mal umzudenken, ist ein langwieriger Prozess und ich bin gerade weit nicht dort, wo ich sein sollte. Aber auch die Idee, wann zum Beispiel irgendetwas hieß, erstens vielleicht kann ich es reparieren oder zweitens vielleicht brauche ich es gar nicht mehr. Oder drittens, vielleicht tut es auch ja, ein kleinerer Monitor oder ein kleinerer Fernseher. Warum muss man immer größer? Ein größerer Fernseher braucht ein größeres Wohnzimmer, hat mehr Stromkosten und so weiter. Das Ganze, oder? Da sind wir bei dem Thema Stromkosten. Jeder schaut natürlich, ja, wo kann ich einen Tarif wechseln, dass ich ja einen möglichst billigen Tarif habe. Nein, das ist jetzt nicht die Ursache des Problems. Ich soll mir mal über meinen Stromverbrauch Gedanken machen. Über meinen Strom ist kostbare Sekundärenergie. Das heißt, vielleicht kann ich meine Stromkosten nochmal reduzieren. Ich sage, jeder sollte wie er warnt, aber die Frage ist einfach heutzutage, absolute Energie- und Stromfresser sind alle Geräte, die was quasi Wasser wärmen müssen. Eine Waschmaschine, wenn ich weniger gewohnt habe, muss ich weniger waschen. Problem gelöst. Geschirrspüler ist auch so ein Thema, ist ein enormer Energieraum. So ist es mal grundsätzlich. Weniger ist mehr. Das ist auch wieder das gleiche wie das Handy bei mir. Ich bin immer wieder gefragt. Thema Handy ist auch so eine Sache. Ja, wir merken auch eigentlich, wir lassen sich von denen schon so vereinnahmen. Und wenn man oft so einen Tag wie heute schaut, ich habe das beobachtet, ein wunderbarer Tag und die Leute rennen so um und um. Also auch da merke ich eigentlich, wie sehr, dass uns eigentlich das schon, was uns eigentlich das ist eine quantenphysikalische Erfindung, ein Handy, also alles was mit elektromagnetischer Strahlung arbeitet, ist quantenphysikalische Erfindung, eine technologische, aber man merkt eigentlich,
dass uns das im Endeffekt nicht befreit, wie wir es nutzen, sondern einfach eher knechtet. Ich meine, das Ganze können wir jetzt endlos durchziehen. Grundsätzlich genau das Thema Autoverkehr. Ist auch so eine Sache. Das Auto ist kaputt. Ja, dann muss ich ein größeres Auto her. Wer es leisten kann, okay. Aber die Frage ist einfach auch, grundsätzlich, wir reden jetzt da auch wieder von Energieverbrauch. Man schaut, die Parkplätze sind voll, überall hat man Stau. Ja, warum braucht jeder eigentlich ein Auto? Wieso kann ich vielleicht nicht ein Auto teilen mit in der Nachbarschaft, Autosharing? Es gibt viel, mir einfach dieses Umdenken, wo ich sage, Auto ist ein Leid, ja, allein wenn ich in die Werkstatt fahre und so und so. Ein geteiltes Auto ist ein geteiltes Leid. Im Endeffekt. Da auch denke ich mir, umdenken, die meisten Autos stehen nochmal dumm die ganze Zeit, man kann genauso teilen. Wohn- und Lebensraum ist auch so ein Thema, wo ich sage, wenn ich natürlich, was brauche ich zum Wohnen? Ich habe auf 280 Quadratmeter Wohnfläche gewohnt. Ganz ehrlich, ich wohne jetzt auf 33 Quadratmeter und ich bin glücklicher und zufriedener. Ich merke einfach auch da, das macht eigentlich nicht das aus, große Wohnung, dass ich eigentlich automatisch auch dann seelisch ausgeglichen bin. Da merke ich eigentlich, mir persönlich tut das weniger, das Abspecken sogar sehr gut, allein wenn man dann denkt, wie schnell das man durchputzt hat. Abgesehen davon von den Heizkosten und Miete und andere Energiekosten ist das eigentlich ein Traum. Natürlich, das Ganze kennt man weiter. Also generell dieses Abspecken. Wir leben in einer Zeit zum Beispiel, wenn man schaut zum Beispiel, unsere Festplatten, bumm voll, man braucht natürlich eine neue, warum schaue ich nicht, dass er mich ausmisst. Als Thema zum Beispiel auch in die sogenannten Freundschaften. Auf Facebook haben sie alle super Freunde und in Wirklichkeit haben sie nicht einmal einen. Das heißt, da ein bisschen vielleicht einmal abspecken und durchforsten nach dem Motto, weniger Kontakte pflegen ist mehr. Das heißt, ich kann wirklich auf die Kontakte mich spezialisieren, wo wirklich auch dann ein gewisses Geben und Nehmen da ist. Es gibt ja wirklich Menschen, die was wirklich richtige Sauger sind, wo eigentlich nur geben ist und kein Nehmen. Das sollte man auch vielleicht einmal ein bisschen anschalten. Natürlich sage ich jetzt einmal generell, da fällt mir das Thema ein, Verdienst. Wieso muss jeder immer mehr verdienen? Wieso schaue ich mir nicht an, was brauche ich zum Leben? Wenn man zum Beispiel in Südamerika war, ich war im politischen Exil, halb in Südamerika, wie da die Leute leben, denke ich mir, und mit wenig sie auskommen und trotzdem eigentlich genauso zufrieden und glücklich sind wie wir oder glücklicher, das ist beschämend. Also gerade wenn man da jetzt den La Paz bei den Favelas vorbeifährt, ist es einfach ein Wahnsinn, was wir auf hohem Niveau sudern. Und meinen, wir haben noch immer Zwänge, auch da beim Verdienst, es hat alles seinen Preis, genannt wird bei seinem Sterbebett sagen, hätte ich doch mehr gearbeitet oder mehr Geld verdient, sondern er hätte vielleicht gesagt, hätte ich mehr Zeit für die Dinge gewidmet, die was mir Spaß machen oder vielleicht in Beziehungen investiert. Das heißt, zu viel Arbeit ist definitiv auch genauso eine riesengroße Droge und eine Sucht, Ersatzbefriedigung. Und generell muss man sagen, was braucht man zum Leben? Im Endeffekt braucht man sicher die Hälfte weniger und es war dann noch genug. Das Thema Arbeit. Dann das Thema zum Beispiel, man möchte unbedingt ja, sein Geld arbeiten lassen. Da ist das Thema Zins. Das Originalwort lautet Wucher. Natürlich, wenn ich jetzt in Aktien investiere oder wie auch immer, dann frage ich mich natürlich, ja, Hauptsache viel Prozent, aber das muss irgendwann weggenommen werden. Das kann sein. Ich habe jetzt bei einer Firma Aktienanteile gekauft und ich kriege so und so viel Dividende ausgezahlt, aber eigentlich kehrt die Dividende die Mitarbeiter, die was fleißig waren. Das heißt, das ist ein System, genau das Thema Lebensversicherungen ist auch so eine Sache. Wenn ich das durchrechne, mathematisch ist im Endeffekt der Betrug. Man will sparen, 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 sparen. Für was? Im Endeffekt, wenn man eh schon genug hat, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Es ist auch im Endeffekt auch diese Sucht nach Materialismus, nach was im Endeffekt im Grunde genommen genau diese Welt, wie es ist, auch so produziert hat. Aus dieser Schleife müssen wir raus.
weil auf Dauer wird das einfach unseren Globus nicht dauern und es wird uns auch nicht zufrieden machen. Ich meine, es gibt natürlich beim nachhaltigen Lebensstil viele Ideen, also es gibt keine Grenzen, die einzigen Grenzen sind die Fantasien und jeder fängt bei sich selber an in ein Level, das was ich für mich als Maßstab betrachte, kann ich jetzt nicht voraussetzen, dass wer anderes als Maßstab betrachtet. Aber wenn jeder auf sich selber schaut, okay, wie schaut es langfristig aus, überall auf 30% reduzieren. Ich warte um einiges, die Menschen warten um einiges freier, glücklicher und zufriedener. Und die Frage ist, wo fängt man an? Das ist auch immer die Frage. Ja, ich sage, am leichtesten tut man es wahrscheinlich jetzt mal bei den Trümpeln, dass ich wirklich einmal durch meine Wohnung gehe und sage einmal, schau, was brauche ich, habe ich das drum letztes Jahr gebraucht, brauche ich es heuer auch nicht, nächstes Jahr auch nicht. Ich muss ja nicht alles weghauen. Ich kann zum Beispiel einmal oder zweimal im Jahr mit den Sachen am Flohmarkt machen. Es ist immer lustig, spaßig, ist ein bisschen Geld. Wenn man natürlich mit was anfängt, dann ist es ein Dominoeffekt. Das heißt, es wird dann auch in Kleiderkosten betreffen. Ich werde dann auch weitergehen. Natürlich auch mein Keller, vielleicht mein Bücherregal, wo ich mir denke, zu was habe ich Bücher aufgestellt, die was ich nicht lese. Ist ja so ein Thema. Ja, es sagt da wieder im Endeffekt die Sinnlosigkeit, das geht in jedem Bereich. Also jeder von uns ist in einer gewissen Art und Weise ein Messi. Und jedes Drum, das merkt man gerade, wenn man übersiedelt oder zusammenrammt oder putzt, ist eigentlich im Grunde genommen ein Last, was ich nicht brauche. Dann ist das Thema Wohnungspolitik. Ich meine, es ist ja pervers, dass man quasi bei der Bank einen Kredit aufnimmt, sie unter Anführungszeichen auf Zinseszinsgeld, was eigentlich die Inflation anheizt und das Geldmengenwachstum wieder ins Exponentielle treibt und verantwortlich ist für sämtliche Schulden, Erstoßschulden, Schadbankrotte, das ist ja quasi der Wohnungskauf auf Kredit und wenn anderen drinnen quasi auf Mietzins wohnen los, der was man quasi die Wohnung zurückzahlt, das ist einfach, wenn man drüber überlegt, das ist pervers. Das heißt, da geht es auch um Umdenken. Man denkt eigentlich im Endeffekt nur kurzfristig an die kurzfristige Befriedigung, was bringt es mir, aber so jetzt einmal grundsätzlich, ich muss überlegen, in einem ganzen Gefüge kann ich natürlich jetzt nicht die Welt und meine Mitmenschen behandeln, wie wenn ich zum Beispiel ein Zeck war, die saug meinen Wirten aus, sondern das Ganze ist eine Kausalität, eine Abhängigkeit und wenn ich was kriege, so ist es unter Anführungszeichen, ich sage, ich nehme das Geld, lasse ich arbeiten, das stimmt ja nicht, andere Leute arbeiten fürs Geld. Wenn ich was kriege, wo ich eigentlich nichts dafür da habe, das muss ein wenig genommen werden. Das ist genau das gleiche das Thema Beanspruchung von Sozialleistungen. Ich gehe in den Krankenstand, wenn ich krank bin. Oder dann ist das Argument, ja, ich arbeite mal für die Pension. Ich denke, das sind lauter Sachen. Wir arbeiten quasi, arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich denke mir, da sind wir auch komplett auf einem Holzweg. Oder ich denke mir auch zum Beispiel Thema Urlaube. Wir werden in der Schule drauf gedrillt, Skikurs und Sommersportwochen, dass man im Bewusstsein hat, man muss zweimal im Jahr auf Urlaub fahren, kostet es, was es wolle. Und die Frage ist einfach dann meistens so, dass es irrsinnig gestresst ist, man hat eine Woche frei und im Endeffekt nach der Woche braucht man von Urlaub Wiedererholung. Das heißt, ich bin nicht gegen Urlaube, aber grundsätzlich auch sage ich, warum muss ich zwei oder drei Mal in der Woche im Jahr auf Urlaub fahren? Das kann es ja auch nicht sein und die Frage ist einfach auch, macht man das zufriedener oder ist es auch wieder im Endeffekt so ein bitterer Nachgeschmack, was bleibt? Das ist auch so sehr dahingestellt und eigentlich das grundsätzlich auch ein anderes Thema, so wie es dieses, wir konzentrieren uns nur auf materielle Güter, auf materielle Werte. Generell die meisten, ich war vor kurzem bei der Bank und die fünf Leute, die vor mir gestanden sind, haben alle um Geld bettelt am Konto, wo ich mir denke, man lebt, man sieht eh, dass man über die Verhältnisse lebt. Aber grundsätzlich, wenn es geht, kann ich Schulden machen. Das ist auch so eine ganz goldene Regel. Und was ich nicht quasi zur Verfügung habe, gebe ich auch nicht aus. Also auch immer wieder nach der Decken strecken. Die Tag, mein Handy ist kaputt, frage ich einen Schüler, ne, kann man es empfehlen? Ja, da gibt es eine Aktion im
so und so EDV-Geschäft um 800 Euro Handy. Naja, ich brauche jetzt dann nicht weiter denken, wie lange das ein Mensch eigentlich für 800 Euro arbeiten muss. Oder wenn man zum Beispiel das Thema Sozialleistung beansprucht, sollte ich wirklich fragen, brauche ich es wirklich? Sozialleistung ist nicht dazu da, dass ich mich dann meine Urlaube finanziere oder mein Luxus. Oder wenn ich dann, so jetzt einmal, einen Familienzuschuss kriege, dass ich dann quasi mir ein teures Hobby finanziere. Also da merkt man eigentlich, wir sind alle da drin und es macht uns nicht zufrieden und glücklich. Das heißt, wir brauchen wirklich ein Umdenken. Und letztendlich soll man jetzt nicht in materiellen Dingen denken, was bringt es mir, was kriege ich für einen Gewinn, was, wie viel Geld kann ich auswählen, sondern einfach wieder lernen, in Beziehungen zu denken. Dass Beziehungen im Grunde genommen viel wichtiger werden, auch in Zukunft. Im Endeffekt, wir haben einen weiten Weg vor uns, aber Nachhaltigkeit fängt nicht damit an, dass ich jetzt über 9.11. schimpfe, weil sie die Hochheizung gesprengt haben, oder über die Ausländerpolitik, das ist nochmal sage, oder über unsere Regierung, über die Politikdarsteller. Es fängt ja nicht an, dass ich über das Bankensystem schimpfe oder über die Reichen herziehe, oder über die Linken oder über die Nazis schimpfe, oder wie gesagt, über Frauen oder Mann, sondern es fängt damit an, das ist alles eine Ausrede, es fängt damit an, dass ich den Finger auf mich lege und sage, okay, wo kann ich anfangen? Wo kann ich fangen? Und da braucht man nicht unbedingt da strengere Gesetze, sondern einfach auch das Gesetz soll ins Herz geschrieben sein. Die Menschen müssen für sich aus erkennen, dass es notwendig ist und dass es einfach glücklicher, zufriedener und freier macht, einen nachhaltigen Lebensstil anzustreben.